So, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei A Hear someone playing Story nearby. About My Uncle. Genau, wir sind hier Level 3 und dieses Level heißt Village, was Stadt bedeutet. Deswegen nehme ich mal an, wir sind heute nicht mehr in dieser trostlosen Gegend, sondern hier zusammen mit unserem Anzug und unseren zwei Leuchtpunkten in einer Stadt. Das wäre doch mal schön. So. Wir laufen den Weg einfach mal hier runter. Ich muss sagen, bis hierhin habe ich das Game schon mal gespielt. Und dann ab hier gleich ist für mich auch alles neu. Werdet ihr wahrscheinlich dann sehen an den häufigeren Fehlversuchen als davor. Wer bist du? A monster? What kind of creature are you supposed to be? My name is Oliphlem. You look a bit like the man that came from the sky, but smaller. Amazing! You're more shiny than the old man. Come on, Okay. we need to get you to the village and show you to everyone. I'll take a shortcut. Meet me over by the big tree. Okay. I was shocked. There was a civilization up here, but they seemed to be as shocked about me. At least Gut. they seemed friendly. Nein, 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 nein. Oh, Entschuldigung. Das tut mir jetzt leid. Nein, oder? Oh je. Nein, oh Mann. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ist natürlich super klasse hier. So, das kürzen. Och nein, nein, Leute. Also wollte ich gerade ein bisschen abkürzen, aber. So, nicht so prickelnd. Komm, ich will jetzt nicht nochmal hier den. Okay, ich geb's auf. Ich geb's auf, ich geb's auf. Ich laufe den Weg ganz normal. Einfach nochmal. Oh Mann. Also bei dem Spiel hier normalerweise andauernd Checkpoints. Aber ab und zu gibt es halt auch mal ein paar Laufwege. So, hier vorsichtig runter. Gut. Jetzt wird der kleine Einspieler hier, die kleine Szene wahrscheinlich nochmal. Wo ist er denn? Ne, ist weg. Okay. Gut. Wo müssen wir hin? Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich würde jetzt mal sagen, ich habe keine Ahnung. Springen wir mal darüber. Ja, ein Checkpoint, da können wir jetzt wenigstens nicht mehr viel falsch machen. So. Einem. Oh, Mist, 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 Mist. Beherzt den Sprung. Ihr seht schon. Sobald es hier für mich neu wird. Ein Tod nach dem nächsten. So, als erst aufladen, dann lossprinten. Und ja, sehr schön. Ah, da. Starke Aktion wieder. So macht man das. Und das Ganze gleich nochmal. Nein? Ach nein. Es tut mir leid, heute ist irgendwie nicht so ganz mein Tag. Wie man vielleicht sieht. Irgendwie läuft es noch nicht so ganz. Ja. Okay, gut. Weiter geht's. Und wieder ein Speicherpunkt. So, da müssen wir hoch. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen mit unserem tollen Anzug hier.
Nein. Ach doch, 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 wir haben es, wir haben es, wir haben es. Sehr gut. Ich glaube, du hast eigentlich nicht gedacht, aber wir haben es geschafft. Das passt doch so. So, weiter geht's. Ab in diese kleine, schöne Stadt hier. Und wir sollen zu dem großen Baum. Das sieht ja nach großem Baum aus. I'm Murmur, the village elder. You are the second being to come through that cave in a short time. Since as long as we can remember, we have been given gifts by the gods from above. We climbed the cave from which you came from for several days until we arrive at the sanctuary. 6 moons ago, the gods from above sent a man with beard, who helped this village prosper and shine by scaring away the threats to our village. He helped us build a statue that sent the monsters into the darkest caves. Now he is nowhere to be found. First, the bearded man gathered strength by visiting the energy spring that lies close to our industrial island. With his newfound strength, he could make boulders move, and created a statue to drive the monsters away. Then he turned towards the stars and disappeared in a cave where no one has returned from before. But now the monsters have started to return. We won't be safe for much longer. I suggest you make the same journey he did if you want to find the man. Somehow, it seemed I could help both myself and these beings by finding my uncle. You know what? I can show you where the cave is. Follow me. Okay, wir sollen ihm folgen. Das machen wir doch mal. Oh, jetzt läuft er so ewig langsam. Super. Ah ja, jetzt. So. Hallo, hallo. Ah, das ist ja nicht meine ein Rennstil hier. Das sieht gut aus. Diese schöne Musik nebenbei. Junge, lauf. Wir müssen gar nicht laufen, wir fliegen einfach hier hin. Nein, wo ist er hin? Are you really gonna follow that beardy man into the dark cave? I told him that might be the only way to find my uncle Fred. Oh, is that his name? Fred? I just call him Beardy. Or Beardy Beard, or Beardy Man. Can I ask you something? How is it where you came from? I told him there were a lot less caves where I came from, and no monsters. I really hoped I could see my parents and Uncle Fred again. Wow! No monsters? That must be awesome! Hey, tell me more about the life up there. What's it like? Well, to be honest, this feels like up there to me. Everything feels unreal here. In my world, to us humans, you would be the strange beings. I never thought of people like you could exist. What? No, don't say that. We're turned just right. You live upside down. I'm not strange. Beardy Beard never said that. Sind sie schon weg? So, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal weiter. Darunter vielleicht mal, ja, das sieht gut aus. Wo war's denn jetzt? Da, so müssen wir runter. Ah, das könnte knapp werden. Bisschen sehr knapp sogar. Nicht geschafft. Improvisiere ich einfach mal, weil ich keine Ahnung habe, wie das machen soll. Nein, 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 nein. Und oh Mann, okay. Ich habe noch nicht so richtig die Ahnung, wie es hier weitergehen soll.
wo ich hier lang muss. Vielleicht den Turm aufklettern? Ja, das mache ich mal. Ja, wir springen mal schnell so aus 20 Meter Höhe und tun uns nichts. Egal. Ich gehe jetzt einfach mal da hoch und schaue, was es dort so zu sehen gibt. Obwohl ich eigentlich gern da runter würde, aber ich weiß noch nicht so ganz viel. Ah. Nee, aber das wird auch nichts. Wie komme ich da runter? Naja gut, ich gehe mal da hoch. Nope, das hat nicht gereicht. Das ist schon stylisch, da muss man nicht mal laufen hier. Und geht wie Spider-Man hier die Wände hoch. Ah, es hat wieder nicht ganz gereicht. Ich würde sagen, hier am letzten Stück müssen wir vielleicht doch mal laufen. Upsala. Nicht, dass wir uns hier runterfallen. Na super, hier geht's einfach wieder runter, oder was? Was hat denn uns das jetzt gebracht? Herzlich wenig. So. Blöd war's. Aber so hier dieses Gefühl, wenn man hier runterfällt, ist schon nicht schlecht. So, wenn man das auf einem großen. So, jetzt. Einfach mal hier hinterher. Ne, das bringt uns nichts. Wie haben sich die Macher dieses Spiels das hier gedacht? Wie soll man da runterkommen, ohne zu sterben? Ich verstehe es nicht. Ich gehe nochmal darüber. Vielleicht von hier kann man sich von hier an so einem Stein mal festhalten. Ist hier markiert, dass sich Uncle Fred mal festgehalten hat, aber ich komme da nicht hin. Halt dich doch da fest. Och, Jungs. Ne, da kommen wir nicht hoch. Da geht's lang. Da waren wir eigentlich schon mal. Das ist eigentlich ziemlich sinnlos, dass wir jetzt hier wieder hingehen. Aber ich finde den Weg nicht, wo wir hin müssen. Wenn wir uns da festhalten, dann fahren wir da oben eine Runde. Das hat uns aber herzlich wenig gebracht. Weil wir wollen ja da runter. Ich halte mich jetzt mal hier fest, aber so, gleich ist.
Wir können nichts machen. Wir fallen einfach runter. Was soll denn das? Wieso? Wo geht es hier? Wo geht es hier weiter? Ach, wir sind wieder hier drüben, nee, jetzt, oder? Ach, Leute. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch wirklich nicht sein, Mensch. Sollen das hier? Hier den ewigen Weg hier lang laufen? Kannst du mir sagen, wo ich lang muss? Nee. Und du? Die sind alle nicht sehr gesprächig. Ja. So. Ich würde erstmal hier draufstellen. Hier ist der Checkpoint. So. Und jetzt noch auf zum nächsten Versuch. Ich weiß zwar nicht, was jetzt anders werden soll. Aber wir halten uns wenigstens schon mal am zweiten Stein fest. Es ist schon mal ein Anfang. Bitte flieg, flieg weit genug, flieg weit genug. Komm, schaffst du. Ja, wir haben es geschafft. Ah, herrlich. Jetzt, wo finde ich hier einen Checkpoint? Ich habe keine Lust, das Ganze nochmal zu machen. Wo ist der Checkpoint? Jetzt haben wir es geschafft und sind von dieser Stadt weg. Das erste. Jo. Hier ist ein Checkpoint, sehr schön. Ah. Da ist doch schon unsere nächste Mitfahrgelegenheit. So, hier ist ein Checkpoint. Ah, wie? Sollen wir jetzt da runter oder was? Gut. Können wir gerne machen. Nein, das war daneben gesprungen. Okay. Jetzt geht's darüber. Dann darunter. Speicherpunkt. Ah, ich sehe was, ich sehe was. Hier vorne. Third Power Core. Und ja, okay. Okay. Sollten wir hier ins Wasser gehen oder besser nicht? Nee, sieht nicht so aus, als würde es da weitergehen. So. Das hilft uns aber schon mal weiter. Ein Third Power Core. Und damit sollten wir schon mal etwas weiterkommen. So. Na, schaffen wir's? Okay. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht so genau, ob das stimmt, die Richtung, wo wir langlaufen.
aber... Nein, och nein, nein, wir sind gegen die Wand geprallt, das sollte man nicht machen. Nee, aber es sieht gut aus, weil... Wie man sieht, Uncle Fred war auch hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Nächster Versuch. Was? Wie? Nein, so klappt's auch nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Naja, ich glaube, das wird jetzt erstmal nichts mehr. Oder doch? Doch. Wir haben es geschafft. Super. Nicht schlecht. Nein. Oh, nicht hier runterfallen. Uiuiuiui. Okay, ich würde sagen, hier ist fürs für heute erstmal Schluss. Aber ich melde mich schon bald wieder. Dann geht's hier weiter. Bis dann. Tschüss.